wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deiner Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Muss ich mir das alles wirklich merken? Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spielen. Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Oh je, Problemo grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. Ich hab's mir überlegt. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben? Dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur. Das reinste Sonnenbad. Ein... Tschüss, Ronny. Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deiner Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Ich brauche keine Almosen. Ich werde mir die Balance mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Das ist als Munition vollkommen ungeeignet. Wenn mich mein Expertenwissen nicht trügt, benötige ich bunte Kugeln. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, nicht mein Herr. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier... Das Trinkgeld ist hier... Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Hallo? Jemand zu Hause? So eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Zwecklos. Er will den Spielverderber spielen. Aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Du, McChronicle?
Hast du zufällig Paintball-Munition bei dir? Paintball-Munition? Wozu? Um Heliumballons zu gewinnen. Was willst du mit Heliumballons? Ich will schwere Trümmerteile von einem eingeklemmten Elysianer abtransportieren. Du weißt schon, dass das physikalisch gesehen kompletter Unsinn ist, oder? Wenn du mir nicht helfen willst, sag's doch einfach. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Ein Feuerlöscher. Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Beweisführung abgeschlossen. Tatü, tata, Rettung ist nahe. Ach, dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. Da war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Weg mit dem Dreck. Da oben nutzt er mir wenig. Ich muss die Pleite mit meiner patentierten Hakenstange nicht unbedingt wiederholen. Auch wenn sie letztlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass man im Notfall statt Glasaugen auch Hühnereier nehmen kann. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Tun Sie schon was? Ja. Scheiße. Nein, wieso? Aua! Was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein Wahnsinn, ja, Erfolg. Ganz schön wackelig hier. So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Was genau haben Sie vor? Dich befreien natürlich. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen und das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Oh, verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Zweiter Versuch. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Beweg dich endlich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! So war es nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Na, warte.
Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision. Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte Profis haben Visionsfrauen. Bleib da! Ich errette dich! Oh, bitte nicht! Immer wenn du das sagst, passiert was Schlimmes. Und dann wache ich Stunden später ganz woanders mit starken Kopfschmerzen wieder auf. Ja, aber du wachst wieder auf, oder? Ich hoffe, er passt gut auf. Immerhin ist er ja sowas wie mein neuer Azubi. Nicht runtergucken, Mac! Würde mir im Traum nicht einfallen. Ich bin nicht schwindelfrei. Was auch immer. Hauptsache, du verpasst die aktuelle coole Rufus-Action nicht. Traumfrauen sind doch was echte Pro. Das ist das Einzige, was diesen Turm noch zusammenhält. Ich kann kaum hinsehen, aber immer noch besser als runtergucken. Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein, werden worden muss. Es gibt eine Zeit zum Paintball-Spielen und eine Zeit, zu der man auf den Trümmern seiner Hoffnung herumkraxelt. Hätte ich doch nur Munition, könnte ich endlich mal beides miteinander verbinden. Es gibt eine Zeit zum Paintball und eine Zeit... Hätte ich... Was? Wo? Huch? Ja, genau. Huch. Wie in... Huch. Das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg. Und du gehst vor. Na gut, ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pampiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helf dir. Ich hoffe, er passt gut auf. Immerhin ist er ja sowas... Nicht runtergucken, würden. Ich bin nicht... Was auch immer. Hauptsache, du... Traumfrauens echte... Bereit? Lass dich überraschen. Dann wahrscheinlich nicht. Drei? Was hast du vor? Na was schon? Zwei? Stopp! Nicht! Zweieinhalb? Du wirst uns noch umbringen! Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins! Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Stopp!
Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Ah! Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Jetzt aber. Das ist Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen? Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack weg. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Goal! Himmel, Herbert, noch eins! Sie hat die Zeitmaschine gestohlen! Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuloks, Schnurrbärte. Moment. Sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. So ein Spielversauer. Wir sind immerhin auf Elysium. Und er verbreitet schlechte Laune, nur weil seine heißgeliebte Raumzeit kollabiert. Ja, was muss ich übersehen haben? Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. Ja, das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas auf Anhieb. Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Thank you.
trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack. Könnte glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du, ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Ach, sag schon. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus, vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Ach, das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei?